Du hörst Marius Lebensimpulse, die Sendung für dein Persönlichkeitskick. Dies ist eine Aufzeichnung der Live-Sendung von Radio Rheinwelle 92.5. Aus rechtlichen Gründen ist die Musik entfernt worden. Stattdessen hörst du an diesen Stellen einen kurzen Jingle. Ich wünsche dir viel Spaß mit Marius Lebensimpulsen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Marius Lebensimpulse hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Ich heiße Marius Schäfer und in dieser Sendung geht es um zentrale Lebensthemen und darum, wie du das Leben leben kannst, das sich dein Herz wünscht. Heute freue ich mich ganz besonders, per Skype verbunden zu sein, und zwar mit Lars Köhne. Hallo Lars, schön, dass du da bist. Hallo Marius. Danke, dass du mich videotechnisch angerufen hast. Hi. Sehr gerne. Lars, du bist Jahrgang 1968, du lebst in der Steiermark und du warst 20 Jahre lang international als TV-Journalist tätig. Nach einem Burnout oder wie du es mit deinen Worten sagst, einem sinnlos gewordenen Leben kam ein Zusammenbruch und du hast dich für ein neues Leben entschieden, das dich zum Schamanismus geführt hast. Du hast viele Länder bereist und hast, wie ich das verstanden habe, mehrere Jahre im Zelt gearbeitet, im Sommer wie im Winter. Und das alles hat dazu geführt, dass du dein Leben in dem helfenden Dienst gestellt hast. Nochmal herzlich willkommen, Lars. Dankeschön, Marius. Ich bin hoch neugierig, wie du dazu gekommen bist. Also in einem Zelt zu arbeiten, wie kann ich mir das vorstellen? Hattest du einen festen Punkt oder bist du da irgendwie durch die Welt gereist? Nee, durch die Welt nicht. Das war damals, das fing im Jahr 2009 fing das an, im Spätsommer. Wie gesagt, du hattest das schon erwähnt, dieses Gefühl der Sinnlosigkeit, was mache ich hier? Da kamen viele Komponenten zusammen, natürlich auch privat, beruflich. Man guckt sich so die Weltlage an und ich war ja nun viel auch als politischer Journalist unterwegs und da gab es dann so ein, ja, nennen wir es mal Burnout. Da können die meisten Leute was mit anfangen. Ob da jetzt ein Arzt einen Burnout diagnostiziert hätte, weiß ich nicht. Aber es ging halt einfach nichts mehr. Und das hat dann 2 Jahre gedauert, wo ich mir auch versucht habe, Hilfe zu holen, die auch bekommen habe selber. Dann fängt die verrückte Geschichte an. Also ich mag so dieses Wort verrückt. Also außerhalb von der normalen Lebensrealität, die ich bis dahin hatte, gab es dann Visionen, nennen wir das mal so. Das klingt immer sehr hochtrabend, aber plötzlich, das kennen ja die meisten Menschen, plötzlich haben sie so einen Traum von so einem Bild, so sehen sich, ja, oder keine Ahnung, ich freue mich auf den Urlaub oder ich würde gerne mal dahin und plötzlich sieht man sich in Neuseeland oder so irgendwo und in so einem ganz tiefen, schweren Moment habe ich mich da in einem Zelt gesehen. Das Zelt hatte ich schon, ne? Also ich war damals mit der damaligen Familie einige Male zelten. Und habe dann so ein großes Zelt gekauft, das sieht aus wie so ein Tipi, ist aber so ein norwegisches Lavu, also eine Stange in der Mitte ist das, das ist aber so diese runde Form, die man kennt. Und darin arbeitete ich als Schamane mit Menschen. Das war total krass, weil ich war weder Schamane, noch hatte ich das irgendwo vor. Ja, ich hatte zwar da reingerochen, mal so 2 Wochenenden und fand das sehr, sehr interessant. Das hat irgendwas in mir resoniert, so die Trommel zu schlagen, das ist ja eh so. Ne? Ich war eh gern viel draußen. Dann ergaben sich so die Dinge. Das war dann wirklich, das glaubt mir im Nachhinein, gucken Sie mir Leute an, ist das wirklich so? Da sage ich ja. Also ich kann von damals aus sagen, bis heute, alles das, was ich mache in diesem Bereich, in dem helfenden Bereich, entspricht keiner rationalen Planung von, okay, das muss ich machen, businessmäßig, sonstiges, sondern das ist eher kindlich, naiv, spielerisch, kreativ. So. Wie auch immer, ich hatte dieses Bild im Kopf und dachte, okay, dir geht es jetzt so bescheiden, dass du nicht mehr weißt, ob du die nächsten paar Monate noch überlebst. Das ist ja so, wenn man da mal so ein paar Jahre so. Also. Ich hatte Herzrhythmusstörungen zur härtesten Zeit und dachte nur, meine Güte,
Ne? Und wie, vielleicht kannst du da mal erzählen, wie ist es denn dazu gekommen? Also erwähnst es jetzt quasi so nebenbei, Herzrhythmusstörung. Das kommt Ja. ja vermutlich nicht von heute auf morgen. Nee, das kommt nicht von heute auf morgen. Das ist halt wie jeder, der, sage ich mal, einen zeitlich anspruchsvollen oder auch inhaltlich anspruchsvollen Job macht. Zu dem Zeitpunkt war ich viel tätig für eine Tochterfirma des ZDF als Reporter. Und war, es gab ja diese Zoo-Sendungen damals. Vielleicht kann sich da noch jemand erinnern. Da war, also hier fast jeder Fernsehsender hatte da irgend so einen Zoo, einen lokalen, den er porträtierte. Ich war da in diesem Team von Reportern mit dabei. Und entweder in Köln oder in Dresden oder in Nürnberg. Und das sind dann schon lange Tage. Und viele Wochen auch von zu Hause weg. Und ja, wie das dann so ist, ja, dann arbeitest du dann 12, 13 Stunden. Ja, die Nachbearbeitung, abends gehst du dann noch essen mit den Kollegen, den Kamerateams, bist dann noch, ja, damals habe ich noch geraucht, ja, dann noch viel zu viel Kippen geraucht und dann noch die 2, 3, 4 Bier und den Abschlussschnaps. Und dazu kommt dann noch kam noch eine private Problematik auch noch dazu, so dass es alles so auf dem ganzen System drückt. Also man hat wenig Zeit, hatte ich damals, einfach mal, wie sagt man, die Seele baumeln zu lassen oder so. Das ging halt einfach durch über mehrere Jahre. Da kann man sich natürlich noch ganz viele Druckmechanismen selber schaffen. Ja, bin ich gut genug? Woher kommt der nächste Job her? Wird der Vertrag verlängert? So, das ist ja nichts. Ist ja nichts Außergewöhnliches. Es sind ja sehr viele Menschen, die in so einer Situation stecken. Wie schaffe ich das? Die Familie und die Raten fürs Haus und diese ganzen Sachen. Ich hatte jetzt keine Raten fürs Haus, aber die andere Problematiken, die waren mir durchaus geläufig. Und da macht dann irgendwann das System, sagt dann irgendwann Stopp. Und bei mir war das so. Das war so. Das ist eine Sache. Mein Vater hatte das auch. So eine Problematik mit dem Herzen. Das wird auch viel über die männliche Linie weitergegeben, gerade so Herzsachen, habe ich dann später rausgefunden, sagte mir mal jemand. Ja, und das war dann wirklich so eine Art von Herzanfall. Ja, ich Würdest du nicht. sagen, du hast gespürt, dass das kommt, oder war das für dich so von heute auf morgen? Ich sag mal so, es gab schon ein paar kleinere Zusammenbrüche oder sag mal, das würde ich aber eher als Frustrationsanfälle nutzen. Also, dass es wirklich so körperlich war, hatte ich sicherlich schon mal, aber nicht in dem Ausmaß. Das war dann wirklich so ein Baff, ja. Also, ich lag dann auf dem Boden im Hotelzimmer, dachte, ich sterbe jetzt. Und da hatte ich dann dieses Bild im Kopf, das zu arbeiten. Und dann, ja, das klingt zwar verrückt, ja, aber das irgendwie war mir so, das muss ich jetzt machen. Ohne Sinn und Grund oder ohne und vor allem nicht irgendwie nachvollziehbar für andere. Ich habe mir dann eine Woche, das war im November 2009, eine Woche drehfrei genommen. Die fragten, was machst du denn jetzt? Weil ich sonst immer fleißig durchgearbeitet hatte. Ich sage, ja, ich gehe zelten in Sachsen. Ja, die verrückte Geschichte war dann, dass ich einen Freund angerufen habe und habe ihm das erzählt und habe gesagt, du, ich würde gerne, das ist mein Bild, kannst du mal schauen, wo ich einen Platz bekomme, wo ich arbeiten kann, mit dem Zelt, vielleicht Zugang zur Toilette und Bad wäre schön. Und der sagte, ja, ich schaue mich mal um und rief mich am nächsten Tag wieder an und sagte, melde dich mal bei dem Ehepaar dort in der Nähe von Dresden. Die Frau hatte nämlich vor einer Woche einen Traum, dass sie einen Schamanen im Zelt besucht und im Garten ist und dort arbeitet. Also plötzlich kommen dann Dinge zustande, und das habe ich auch häufig im Nachhinein nochmal festgestellt. Wenn man meint, man muss etwas verändern, dann will man ja immer auch man will wissen, wie es weitergeht. Na, man will wissen, ja, ich springe jetzt, ich möchte jetzt irgendwas Großes verändern oder ich etwas wagen, aber wie geht es denn dann weiter? Diese Sicherheit wollen wir haben, und meiner Erfahrung nach ist es halt sehr häufig, dass es diese Sicherheit nicht gibt, sondern dass diese Rädchen des Lebens häufig dann erst kommen, wenn man diesen Sprung wagt. Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Bei mir war es so, nicht nur alt, das war der Anfang. Und danach waren es ja noch viel mehr Sprünge in etwas bis heute. Und das ist sicherlich nicht der letzte. Also das, was du jetzt hier hinter mir siehst, das hätte mir vor, wenn du mir das vor 10, 11 Jahren gesagt hättest, du lebst mal größtenteils des Jahres mit deiner Liebsten auf einer Alm in der Obersteiermark, mit einer Kuhherde und einer eigenen Quelle. Da hätte ich gedacht, ja, schön, was hast denn du da für ein Kraut geraucht? Hört sich schön an, aber das kann ich mir nicht vorstellen. So. Und auf deine Frage nochmal mit dem Zelt, das begann dann. Also ich hatte Einladungen als Schamane an verschiedene Plätze zu kommen.
jeweils im Garten bei Leuten oder woanders und habe dann das immer im Zelt gemacht. Bin in so einem alten T3-Bulli, den hatte ich mir dann gekauft, so einfach wie aus Platzgründen, bin ich dann rumgefahren und habe das Zelt aufgestellt. Und das war dann ungefähr so 3 Monate im Jahr habe ich dann in diesem Zelt gelebt, jedenfalls während der Reisen, Sommer wie Winters. Ja, mit allem, was da dazu noch gehört, im Winter im Zelt so 3 Wochen mal zu sein ja. Und was hast du dann mit den Menschen gemacht, die da zu dir gekommen sind? Sagen wir mal so, was macht jemand, der helfend, ich rede jetzt mal nicht vom Unfallchirurgen, aber jetzt rede ich mal von jeder Form von helfender Tätigkeit. In meinem, mein, für mich, wir dürfen ja nicht, ich darf ja nicht von Heilung reden, aber von helfend darf ich, aber andere dürfen auch von Heilung reden. Also wenn man jetzt einem Menschen hilft, der irgendetwas hat, da kann man natürlich das Symptom bekämpfen oder ausschalten mit Substanzen, was absolut in Ordnung ist. Ja, so, da gibt es die Pille gegen Schmerzen, das ist toll. So, aber was ist denn die Ursache? Und die Ursache sind ja häufig dann viel tiefer sitzende Blockaden oder Schräglagen oder Verneinungen des Selbst, Selbstzweifel. Deswegen ist immer, das kommt immer auf die Sache an. Aber ich habe einfach mit gesundem Menschenverstand ja, es gibt Sachen, die kann ich dann auch nicht erklären im Rationalen. Es gibt halt Dinge, die man einfach weiß, nennen wir es mal einfach mal Intuition. Ich möchte jetzt hier auch gar nicht so weit gehen, zu sagen, ja, da hatte ich dann plötzlich Kontakt oder so, aber ich konnte Dinge wahrnehmen, die ich normalerweise vorher mit meinen Augen, Ohren oder so nicht wahrnehmen konnte. Und also ich sah dann plötzlich Dinge auch und dachte, krass, was ist das denn da? Und habe dann letztendlich ist eine helfende Tätigkeit in dem Bereich, was ich mache und viele andere ja auch, immer nur das Gleiche. Einen blockierten energetischen Zustand in einen nicht blockierten zu überführen. Und da fing dann halt auch die Erfahrung an, die ich dann gemacht habe. Das sind jetzt 10 Jahre, wo ich da jetzt nicht mehr so viel on the road, aber es waren irgendwie 8,5 Jahre fast on the road von A nach B. Das waren verschiedene Punkte, das war erst Deutschland, dann gab es Einladungen nach Österreich, dann in die Schweiz, Schweden war jetzt mal dran. Wurden Leute gesagt, komm doch mal her und arbeite doch mal. Da habe ich gemerkt, dass die meisten Menschen ein ähnliches Problem haben. Die leben ein Leben, das wie auch immer schön ist oder auch für sie selber subjektiv weniger schön. Stecken in einem Programm, was erstmal heißt, ich brauche Geld zum Leben. Damit geht's. Das ist bei den allermeisten Fällen. Und je nachdem, wie viel man da braucht, wächst dann auch manchmal das Drucksystem. Und ja, unter dem System brechen viele zusammen. Weil einfach da ist, also meiner Meinung nach ist das schon im normalen Alltagsleben viel zu wenig Freiraum für, ja, ich nenne es mal einen freien Geist. Ich meine, das kennt jeder, Familien, sonstiges. Ja, du stehst morgens auf, täglich grüßt das Murmeltier, du gehst zur Arbeit, du kommst abends wieder. Du hast dir eigentlich vorgenommen, jetzt nochmal was zu machen, aber es ist schon 16, 17 Uhr, dann musst du noch entweder den Hund oder die Kinder oder sonstiges und eigentlich legst du dich dann auf die Couch und machst dann nichts. Und so gehen dann die Tage, Wochen, Jahre, Jahrzehnte vorbei. Ja, okay, war's das? Also ich habe mal einen schönen Satz gehört. Wir geben unsere Lebenszeit her für das, was wir benötigen, um hier zu überleben. Das ist sehr kalt ausgedrückt, aber letztendlich ist das so. Warum sind wir da? Das ist natürlich auch für mich ein großes Thema gewesen in meinem gesamten Leben. Warum sind wir hier? Was ist der Sinn des Lebens? Viele Leute stellen sich diese Frage, aber über diesen Wechsel der Tätigkeit, ja, also ich habe dann noch nachdem das dann anfing und dann Fuß fasste 2009, 2 Jahre lang parallel gearbeitet. Also als dieser, wie man mich dann nannte, als Wanderschamane von A nach B und dann aber auch wieder als Fernsehredakteur oder Fernsehreporter.
kleine Sachen gemacht, für Privatsender gemacht, weil ich einfach auch nicht mehr den zeitlichen Rahmen hatte, jetzt eine Auslandsdokumentation vorzubereiten. Wollte ich irgendwo auch gar nicht mehr. Ja, und 2 Jahre später habe ich dann diesen gesamten Absprung gemacht, und habe gesagt, okay, das mache ich jetzt hauptsächlich, weil das ist etwas, da verdiene ich in keinster Weise so viel Geld wie vorher. War überhaupt kein Vergleich, aber es reichte irgendwie. Aber ich war glücklich. Ich konnte etwas tun. Also es war ein erfüllendes Sein plötzlich. Ja, du hast jetzt noch mal so den Sinn des Lebens angesprochen und du hattest ja auch davon gesprochen, dass dein Leben sinnlos geworden ist. Wie, wenn jemand an dem Punkt ist, dass er sagt, irgendwie scheint mein Leben sinnlos zu sein, wie komme ich denn dann an meinen Sinn? Muss ich erst zusammenbrechen oder würdest du sagen, da gibt es Möglichkeiten, um das zu verhindern? Es gibt Möglichkeiten, das zu verhindern, sicherlich. Jetzt kommt aber das große Aber, und das ist mein Erfahrungswert. Passiert in den allermeisten Fällen nicht. Ich habe viel später, ich wusste nie warum. Bei mir war es genauso. Bei mir war es genauso. Also die großen Veränderungen meines Lebens, auch früher schon, die dann zu irgendwas führten, was dann irgendeine Art von Weiterentwicklung war, ohne das jetzt hochtrabend zu, oh, danach war ich, keine Ahnung, erleuchtet, wollen wir gar nicht in den Mund nehmen. Das ist auch immer so ein No-Go-Wort von mir auch, was ich nie nehme. Aber Veränderungen in Richtung, wo ich sage so, okay, hier passiert was, ich gehe auf irgendwas zu, irgendeine andere Ebene, anderes Bewusstsein, das ist bei mir immer so gewesen über Zusammenbrüche. Und bei den allermeisten Menschen ist das auch so. Ich kann nicht ausschließen, dass es nicht auch anders läuft. Aber erfahrungsgemäß ist das nicht so. Ist das so? Was ich ganz interessant fand, weil ich Jahre später etwas gelesen habe über unsere neuronalen Strukturen. Das war mir nicht so ganz klar. Und zwar, dass diese neuronalen Strukturen, also unsere Denkmechanismen, sehr stark natürlich geprägt sind durch das, was wir erfahren haben früher. Ja, ich bin das, ich bin so, ich bin der Sohn von oder die Tochter von, ich bin der Arbeitnehmer XY, so. Und wir bewegen uns im Hamsterrad, sodass es gibt da so 2 Zahlen, die ich gelesen habe, wie viele Gedanken denken wir pro Tag, wie oft flackert hier was auf, das kann man messen, das ist zwischen 60.000 und 80.000. So, das sind so die Zahlen, 60.000 bis 80.000 Mal flackert hier was auf. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir am Ende eines normalen Routinetages 90% der Gedanken von diesem Tag sind die gleichen wie am Vortag. So, täglich grüßt das Murmeltier. Das kennen wir alle. Das kennen wir alle. Wir wollen alle raus. Also, ist ja, ne? So, und geht nicht. So, und dann kommt plötzlich was. Dann kommt der Schock. Dann kommt der Schock. Und der Schock ist, ja, keine Ahnung, fristlose Kündigung, ärztliche Diagnose. Sie haben noch so und so viel. Wenn Sie nicht sofort, dann, keine Ahnung, der Partner, die Partnerin ist plötzlich weg. Sagt, ich will nicht mehr, dann tritt man aus diesem Muster raus. Ja, dann ist man geschockt und dann muss man sich erstmal wieder neu finden. Und in dieser Findungsphase ist es möglich dann, dass wir ja, uns jetzt nicht nur ganz neu erfinden, vielleicht manchmal aber auch, sodass wir aus diesen Mustern rausgehen. Weil diese Muster einfach durch einen externen Faktor, Schicksalsschlag, so paff, die sind gebrochen, dann ist man da. Und viele Menschen gehen dann auf so eine Art von Sinnsuche. Ja? Weil man sagt, ja, was jetzt noch? Das war meine Stabilität, das war mein Leben. So habe ich gedacht, so bleibt das, so ist das cool und ich möchte das auch oder auch nicht. Aber das macht man ja so. Aber kommt nicht raus. Und in so einem Fall dann, ja, okay, was ist jetzt los? Ja, dann vielleicht neue Jobs suche oder anders. Was will ich? Will ich den alten Job noch sowas? Also viele Leute haben eine letztendlich positive Lebensveränderung. Ist es ihnen erst möglich? Bei mir war es auf jeden Fall so. Erst durch ein richtiges Zusammenbrechen, Schockeinwirkung. Und im Nachhinein kam das noch einige Male nochmal vor. Ja, das ist ja nicht, wenn man dort anfängt von so einem etablierten Fernseh-Fuzzi-Beruf. In so einer Richtung, die nicht vorgegeben ist. Das ist kein Ausbildungsberuf, das macht man wie im Zelt. Was ist denn das für ein Freak? Ich meine, da kann man sich vorstellen, was die Leute gedacht haben, inklusive meiner eigenen Familie. Jetzt dreht der Kerl völlig durch. Da gab es viele Momente, wo ich einfach auch irgendwo stand, saß auf dem Weg von A nach B und habe gedacht, Lars, was machst du hier? Na, aber immer war etwas, wo ich schon gewusst habe,
Das erfreut mein Herz. Ich tue das aus tiefstem Herzen gerne, für Leute da sein, ihnen, ja, aufgrund von was auch immer, und wenn es letztendlich nur Menschenerfahrung ist, weil ich halt schon viel unterwegs war auf der Welt und viel gesehen habe und dadurch auch vielen in Kulturen und auch spirituelle Wege mal reingeschaut habe, wo ich sage, ja, ich glaube nicht, dass du so bist. Ich glaube nicht, dass du ein Verlierer bist. Ich glaube nicht, dass du das so bist. Und es gibt immer so einen Satz, den ich den Leuten sage, wenn wir so im Einzelgespräch mal arbeiten oder sind, und dann sage ich immer, schau doch mal, also all das, was du denkst von dir, ist basierend aufgrund der Meinungen externer Menschen. Die Erziehung, die Eltern, die knallen was in uns drauf, andere Geschwister, Spielkameraden, die Gesellschaft, die Kultur, die Religion, und alle haben eine Art von, so musst du sein, das bist du, wenn du nicht das bist, da musst du dich so machen. Wie soll das gehen? Ich weiß nicht, haben wir jetzt schon 8 Milliarden Leute schon? Glaube ich, oder 7 haben wir auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall irgendwie auf dem Weg nach Richtung 8 Milliarden. Wie soll das gehen? 8 Milliarden Menschen über einen Kamm scheren, sagen, du musst so sein. Das geht nicht. Da ist so viel hinterher, dahinter verborgen beim Menschen. So viel Emotionen, so viel. Aber das wird halt in der im normalen äußeren Alltagsleben kaum gelebt, sondern da ist man halt, man hat halt was zu bringen. Man hat eine Bringschuld für Geld und andere Dinge halt auch. Ja, ja, spannendes Thema. Also ich merke, du hast viel zu erzählen und ich bin nach wie vor sehr neugierig, bin sehr gespannt, was du alles noch zu berichten hast über deine Zeit vor und nach diesem Zusammenbruch. Und jetzt gibt es aber erstmal ein bisschen Musik, und zwar von Max Richter, On the Nature of Daylight. Ich will einen Sommer lang nur tanzen. Ich will einen Sommer lang nur tanzen, das war Fiva. Mit, ich will einen Sommer lang nur tanzen. Der Sommer steht ja hier auch quasi vor der Tür oder ist sogar schon da. Und nicht nur das, sondern es ist auch hier Lars Köhne. Und wir sind mittendrin im Thema, wo es erstmal um den Sinn des Lebens ging, beziehungsweise wo wir festgestellt haben, dass da der Unsinn des Lebens war, die Sinnlosigkeit, der Zusammenbruch kam und du dann, ich sag mal, im Zelt gelandet bist, aber im positiven Sinne, weil du dann dazu gekommen bist, dass du Menschen geholfen hast. Und das ist ja auch das, was du heute, ich weiß nicht, beruflich machst, kann man das so nennen? Ist das dein Beruf, deine Berufung, die du lebst? Auf einer Alm, wer das Video sieht, der wird's, der kann das im Hintergrund sehen. Das sieht total schön und einladend aus. Was mich jetzt als nächstes interessiert ist, wir hatten jetzt in der Pause ganz kurz drüber gesprochen. Und da ist für mich ist ja die große Frage auch, was können wir tun, was kannst du tun, was können wir Menschen tun, um den Kindern von heute das zu ersparen oder zu vermeiden, dass sie auch zusammenbrechen oder zusammenbrechen müssen. Wie können wir da ansetzen? Was hast du vielleicht für eine Idee? Wie kann man ansetzen, den Menschen und vor allen Dingen den Kindern was mit auf den Weg zu geben, sodass sie sich diesen Druck und diese Sinnlosigkeit gar nicht erst einladen. Okay. Das kann man jetzt ganz sanft formulieren, das kann man ein bisschen radikal formulieren. Ich fange jetzt mal mit der sanften Sache an, vielleicht bleibe ich auch bei der sanften Möglichkeit. Ich habe das häufig, immer wieder. Und sind Erwachsene bei mir gewesen. Es ist ja gerade im spirituellen Bereich sehr häufig oder auch im therapeutischen, dass der Anteil der Frauen größer ist als der Männer. Und dann sagen die Mütter, arbeiten sie auch mit einem Teenager oder mit einer Teenagerin. So 16, 15. So, ja, klar, mache ich. Und dann kommen die zu mir. Und dann ist halt genau das, was du gesagt hast. Ja, die fühlen sich halt nicht verstanden in ihrem eigenen Sein. Also grundsätzlich, was man braucht, ist erstmal ein direktes Umfeld, das Verständnis hat dafür, wenn ein junger, heranreifender Mensch
nicht einen absolut Wirtschaftserfolgskurs ansteuert und sagt, okay, ich beende die Schule mit 1, ich mache sofort das Bachelor, dann mache ich den Master, dann mache ich noch über Stipendium das Auslands und dann bewerbe ich mich und ich suche den Studiengang so aus, das ist jetzt gerade so. Das ist so immer so der Wunsch von vielen Eltern und verstehe ich auch absolut, ja, dann ist gut, da wird was aus dem, müssen wir uns keine Sorgen machen um sie oder ihn. Aber wer will das denn wirklich? Ne, wer will das wirklich? Wenn du Kinder fragst, die sind noch in ihrer Traumwelt und es gibt halt auch manche, letztendlich gehöre ich ja dann auch dazu, die einen völlig anderen Lebensweg einschlagen, der so verrückt der ist, ganz solide ist, ja, mit Gewerbe angemeldet, Steuervorauszahlungen, das ist alles ja ganz normal, nur die Art der Tätigkeit ist halt anders. Und wenn jetzt jemand sagt, du, ich habe jetzt einfach Lust, ich will, keine Ahnung, ich will der nächste Leonardo da Vinci sein mit meinen Malereien, ich habe keine Ahnung wie, aber ich fühle es in mir, dann ist halt häufig, ja, Moment, kannst du ja später mal machen. Kannst du später mal machen, mach erstmal was Vernünftiges. Dann hast du was. So. Mag alles richtig sein, aber ich glaube, dass der Mensch weitaus mehr ist das, als was derzeit aktuell von den wirtschaftlichen Systemen verlangt wird. Ne, nämlich also letztendlich, dass bestimmte Nischen bedient werden über Arbeitskraft, um was abzuliefern, ja. Ich sag mal, irgendein Franchise-Unternehmen, ja, irgendeine Multikette sagt, wir stellen dich jetzt an, dann arbeitest du in diesen Mustern, die vorgegeben werden. Die werden verändert, da werden Fortbildungen gemacht, aber du arbeitest in diesen Mustern so. Der wirklich freie Geist, der extrem wichtig ist. Ja, man muss sich das mal vorstellen, das ist wirklich so. Wir, in den meisten Fällen bedienen wir nur eine Seite unserer Gehirnhälfte, die linke, die rationale. Wir arbeiten ab. Plötzlich mal zu rein, okay, wie könnte man das denn komplett anders machen? Ist eher selten. Zumindest das ist meine Erfahrung. Jetzt werden vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 30 Arbeitgeber, wenn die das sehen, aufschreien, ah, bei uns ist das komplett anders. Ja, dann ist es schön, dann freut es mich. Ich bin bei solchen Aussagen immer vorsichtig. Also grundsätzlich nochmal, das erste Umfeld, das sind Eltern, das ist dann Kindergarten. Obwohl sagt man Kindergarten, sagt man gar nicht mehr, habe ich gehört. Ich nutze das Wort noch, es ist ja jetzt Kita. Ja, die Kita, ein Umfeld schaffen und sagen, okay, sei verrückt. Träum dir aus, ich meine, ich weiß das noch, es gab so diese Poesie-Album, als ich 10 Jahre alt war. Ja? Da weiß ich auch genau, warum ich das reingeschrieben hatte. Da war ich kurz vorher in irgendeinem James-Bond-Film. Und da habe ich gesagt, ein Berufswunsch mit 10 Jahren, ne? War so gerade, oder 11 vielleicht. Berufswunsch war Geheimagent. Ja, okay. War mein Berufswunsch Geheimagent, weil er so tolle Gimmicks hatte, der James Bond mit seiner Uhr, ich glaube, die konnte dann schießen, so, oder irgendwie, ich weiß es nicht mehr, und ein Auto, das tauchen konnte, das wollte ich haben. Ja, warum nicht? Erstmal da drin bleiben. Das ist ja auch für die neuronale Entwicklung der Kinder extrem wichtig, dass sie den Geist fliegen lassen können, in Bildern, in Geschichten, sonstiges. Dann werden erst Synapsen geschaltet, die Möglichkeiten machen. Jemand, der gleich schon sagt, okay, das ist so richtig, du machst das so, in seinem kindlichen Entwicklungsprozess, bleibt von der Kreativität und von den Möglichkeiten. Ja, es gibt Gehirnforscher, die sagen, tanzen, malen, singen, also kreative Sachen wäre eigentlich die erste Wahl für eine frühkindliche Ausbildung. Damit erstmal hier richtig alles mal, machen wir mal richtig frei und dann kannst du gucken, wo du reingehst. Aber dann hast du die Möglichkeiten hier oben. Wenn ich immer nur sage, okay, das ist der Weg, das ist der richtige Weg, so machst du das. Nee, alles falsch. Und das haben halt viele, das haben wir. Das haben wir in unserer Gesellschaft. Das ist richtig, das ist falsch, das wird immer schlimmer, finde ich. Aber egal, lassen wir das mal beiseite. Aber ja, das ist der richtige Weg, das ist in Ordnung. Alles andere ist, keine Ahnung, entweder oben, unten, rechts, links oder so. Aber dass man denen erstmal sowas vorgibt, dass man sagt, okay, träum, mach mal. Also ich, das klingt verrückt, aber nee, das klingt überhaupt nicht verrückt. Mein Vater ist ja durchaus ein bisschen nicht leidgeprüft, aber der hat immer Sachen mitbekommen von seinem Sohn, der irgendwelche Sachen gemacht hat, ja, ins Ausland gegangen ist und dann da und sagt, ist das jetzt alles vernünftig? Sag ich, nee, aber ich fühle das so. Und der hat immer nur eine Sache gesagt, und da bin ich ihm unendlich dankbar für. Der hat immer gesagt, ja, also wenn du völlig abgebrannt wiederkommst, hier ist eine Matratze, kannst du auf den Boden schmeißen, da ist ein Kühlschrank, kannst du essen. Also ich konnte wieder ankommen, irgendwo. Das war zum Beispiel mein Umfeld, wo ich sagte, boah, toll, cool. Ich wusste, wenn hier alles schief läuft, kann ich wieder da zurück,
ein Zuhause. Ja, das war jetzt nicht mein Kindheitsheld, aber da wohnte mein Vater halt im Münsterland, wohnt er immer noch. Und das habe ich ein paar Mal auch gemacht. Also dadurch, das war mir genug Rettungsanker, wo ich sagte, so ein bisschen Birne habe ich ja da oben im Kopf, ein bisschen IQ, also ich finde schon wieder was. Irgendwie, ne, Fernsehjobs, irgendwas, kriege ich mich, ich komme schon durch. Also ich will jetzt auch nicht mein Geld vom Amt an, aber hätte jetzt auch kein Problem, wenn jemand sagt, das möchte ich jetzt erstmal machen. Habe ich übrigens auch. Ich habe Leute, die wirklich gesagt haben, ich bin von einem höheren Managementposten, ich habe alles verloren. Ich gehe jetzt mal in eine ganz kleine Wohnung, lass mir das mal bezahlen, weil ich finde auch nichts gerade und bin ein Jahr mal versichert, grundversichert. Ich mache keine großen Sprünge, habe nur noch eine Jeans und komme mal zu Atem und fange dann wieder an. Das ist eine ganz andere Herangehensweise als, oh Gott, der Abstieg, jetzt ist er Hartz IV, um Gottes Willen, der arme Gott, der Verlierer. Nee, man kann es auch mal ganz anders sehen. Also, ja. Aber nochmal auf die Kinder. Den Kindern erstmal die Birne freilassen. Probiert mal, träumt doch darum, denkt Verrücktes, sag ja, okay, ja, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber probier es erstmal. Warum eigentlich nicht? Na, und das ist erstmal das, wo ich die Leute hinbringe. Was willst du eigentlich? Was fühlst denn du? Und das ist ein Aspekt, der in den meisten Fällen völlig unterbemittelt irgendwie daneben herläuft, was ich fühle. Ne, die Ratio, Taktung machen, 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 das brauche ich, das ist so, die Planung, aber dann wirklich die Zeit fürs Träumen. Ja, und das sind, also wir funktionieren halt so. Das ist nur, wenn ich sagen würde, ich arbeite jetzt nur mit der rechten Hand. Das wäre schlimm für mich, weil ich bin eigentlich Linkshänder. Aber genau so ist das. Wenn wir in die Kreativität und dieses Träumen und Möglichen, was wäre denn eigentlich, überhaupt nie reingehen, weil wir das nicht dürfen, weil wir vielleicht uns dann auch später auch nicht mehr trauen, dann vermisst der Mensch was. Ja? Da gibt es eine ganz böse Zahl. Das ist aus, eine Zahl, die ist aus Hospizen ermittelt worden. Das haben auch ein paar, von Damen, die in der Altenpflege arbeiten, bestätigt, dass wohl ein 90+ Prozentanteil von Menschen, die gehen werden, also die sterben werden, die das wissen, ne, wie lange auch immer sie noch haben, gehen am Schluss mit einem, ach, hätte ich doch damals mal. Das fand ich sehr erschreckend, das wirklich mal schwarz auf weiß zu lesen. Ja, hätte ich doch mal, was auch immer, kann man sich jetzt aussuchen. Ja, die Reise machen oder mal alle Brocken hinschmeißen oder mal was Unvernünftiges machen oder ist ja völlig egal, das ist individuell, aber das ist über 90% von Menschen, die sagen, ach, hätte ich doch damals mal. Dann wäre vielleicht mein Leben schöner, freier, erfüllender geworden. Und ja, da muss man sich die Frage stellen, warum mache ich das nicht? Und darum geht häufig dann auch die Arbeit erstmal. Was sind die Faktoren? Warum traue ich mich das nicht? Was liegt da drauf auf dem ganzen System? Ja. Also dürfen wir die Kinder ermutigen, einfach ihren Träumen und Wünschen zu folgen, egal was andere sagen oder denken? Habe ich das so? Ein entschiedenes Ja von meiner Seite. Weil alles andere ist eine ja, gut, alles andere, ja, ja. Macht mir zur Ausführenden eines vorgegebenen Weges. Jetzt hattest du ja einen Zusammenbruch erlebt, der quasi der Startschuss war für die Veränderung. Was würdest du sagen, könnte dir sowas heute nochmal passieren? Oder würdest du sagen, was wäre dann ansonsten dein Rezept, um so einen Zusammenbruch zu vermeiden heute? Also was konkret machst du anders heute im Vergleich zu früher? Also ich höre auf jeden Fall mehr auf meinen Körper vorher. Ich bemerke zum Beispiel, das ist noch gar nicht so lange her, ist ja egal, worum das ging, dass ich morgens relativ lustlos aufstand. Also so, ne? So, und das hatte ich dann, das ging dann so ein paar Tage und dann habe ich gesagt, so Moment, stopp. Jetzt machen wir so einen Realitätscheck, wie ist dein Leben so und was ist das? Und ich kam dann zu einem Faktor, der mich genervt hat. Das war Unausgesprochenes in einem, sage ich mal, innerhalb eines sozialen Systems, in dem ich mich befand. Sagen wir es mal so. Also,
Und also ich höre öfters drauf, auf diese kleinen Warnsignale, ich sage, mir geht es jetzt gerade nicht gut, wieso geht es denn dir nicht gut? Das ist doch so, das ist doch, ja, du bist gesund, du bist das, du bist in tiefer Liebe zu deiner Partnerin, so, was ist denn hier so? Dann schnüffel ich nach. Und dann komme ich zu Sachen, die mir schon bewusst sind. Das ist nicht dann, habe ich doch überhaupt nicht dran gedacht, das ist jedem Mensch bewusst. Aber man eiert dann so weiter rum und so, als ob nichts wäre. Und diese Sachen, die können sich dann manifestieren. Ich meine, das sagen wir, allein unsere Sprache, ich gehe davon aus, das ist in jeder Sprache das Gleiche. Englisch kann ich mitreden, bei anderen Sprachen nicht. Ja, der hat ja immer alles in sich reingefressen. Deshalb hat er das da am Magen. Ja, der konnte die Last ja auch nicht tragen. Der hat so viel Verantwortung, deshalb ist er ja da. Also wir haben allein in unserem Sprachgebrauch so viele magische Sätze, die einen direkten Hinweis geben auf Auswirkungen von Energie oder unterdrückten Emotionen oder Aggression auf unser körperliches System und möglichen Auswirkungen. Da muss man jetzt nicht irgendwie eine hochheilige Schule oder einen Studiengang abgeschlossen haben. Da geht einfach auch gesunde Menschenkenntnis. Ja. Und viel der Arbeit irgendwie ist, nicht nur meine, andere auch, die da arbeiten, ist erstmal das Gespräch. Erzähl mal, wie geht's dir? Ja, erzähl mal, wie geht's dir? Du musst dich auch nicht schämen dafür, dass du Angst hast, dass du so, das ist ja gerade so unter Männern, kenne ich das häufig, ja, das ist so dieses, na, und, alles klar? Ja, alles klar. Ja, das war es dann auch schon. Ja, dass er, keine Ahnung, abends hechelnd vor Angst sitzt, wird dann meistens nicht erzählt, sondern ne, durchhalten. Hattest du Menschen, die dir geholfen haben, als du da zusammengebrochen bist, oder hast du versucht, das für dich alleine auf die Reihe zu kriegen? Erstmal alleine, klappte nicht. Und dann war ich habe nicht viel an Therapien gemacht, aber was wirklich geholfen hatte, war dann der Rat einer Freundin, du suchst dir jetzt einen Schaman, weil alles andere passiert nicht. Und ich habe damals mit der damaligen Familie im Rheinland gewohnt. Ich habe gedacht, ja, für mich waren Schamanen halt genau für die allermeisten, das sind irgendwelche Indianer. Ja, die haben wir ja nicht, wir haben ja keine Schamanen hier, so der Trugschluss. Ja. Und hab dann, ja, bin dann ins Internet gegangen und habe gesagt, super, in der Eifel einen Schamanen finden, klasse. Und habe dann eingegeben und dann ja auch wieder Zufall, ja, weiß nicht, was zugefallen. Da gab es wirklich einen in so einem Forsthaus, einen Deutschen, Roland, und den habe ich angerufen und habe gesagt, also Tag, ich ja, weiß jetzt auch nicht, bin, weiß ich nicht, 40 irgendwie und weiß nicht mehr weiter und ich glaube, ich muss mal zu ihm. Und er sagt, oh, komm mal vorbei. Und da gab es so ganz einfache Naturrituale. Also ganz einfache, nehmen wir es mal, ich will jetzt gar nicht in den ganzen schamanischen Bereich reingehen, aber der Klang der Trommel, draußen am Feuer zu sitzen, auch unter Männern und zu sagen, wie geht's dir denn, wo ich dachte, cool, okay, und also es passierte plötzlich was, wo ich auch diese Faktoren begann zu verstehen, was hängt denn da auf mir drauf eigentlich? Ja, also was ist das, warum ich mich nicht so richtig fühle und zum Beispiel ständig in der Kompensation bin? Die allermeisten Menschen sind in einer Kompensation von einem Gefühl, ich bin nicht richtig. Und dann machen sie verschiedene Dinge, wie auch immer die aussehen, um etwas zu kompensieren. Und darüber hinaus dreht der Turbo halt ständig zu heiß und kollabiert dann irgendwann. Und so war es bei mir auch so. Also die eigenständige Hilfe, die vielleicht sicher, ja, ich sag mal, vielleicht jetzt besser ist, wobei da bin ich dann auch manchmal, da gibt es einen kleinen Kreis sicherlich von Leuten, die ich da mal anrufe, so aus dem, auch aus dem helfenden Bereich, sage ich, was glaubst denn du, so fühle ich, oder mein Schatz ist da auch immer eine große Hilfe, ja, die weibliche Intuition, die guckt mich dann so an und sagt, ist doch das und das und das und das, ne? Da denkst du schon seit Tagen drüber nach, auch bei der letzten Sache da so, und ich so, ja, okay, hast ja recht, ne, so, also schon der Austausch, man kann viele Sachen für sich machen, aber gerade in der Anfangsphase fehlen einem einfach die Tools. Die Parameter, was ist das? Wie kann ich das einordnen? Wie? Ich bin nicht alleine, das geht den meisten so? Ach, krass. Ja. Na, ich kenne Geschichten von Leuten, die Burnout hatten auch, die dann in einer normalen
auch keine Wertung, toll, sicherlich was die meisten da machen, sondern so einer normalen Tagesklinik war, die dann Fragebögen ausgefüllt haben und der am Schluss einfach das Glücklichste für diese Person war dann, oh, ich bin da nicht alleine. Da ist ja auch jemand mit einem anspruchsvollen Beruf und Sonstiges. Die können alle auch nicht mehr. Ah, ich bin kein Verlierer. So, und allein das ist schon große Heilung oder kann der Anfang einer großen Heilung sein. Wenn du das jetzt so erzählst, dann klingt das so einfach, ne? Nur ich kann mir vorstellen, dass du da durchaus vielen Herausforderungen, also ich vermute mal, wenn du erzählst, du hast es alleine probiert, es hat nicht funktioniert, Zusammenbruch, der körperlich auch sehr nahe ging. Wie kann ich mir das vorstellen? Was hast du auf deinem Weg erlebt? Also du bist zum Schaman gegangen und der hat vermutlich ja nicht einmal die Hand aufgelegt und alles war gut, vermute ich mal. Wie ist es denn für dich abgelaufen? Also das Wichtigste am Anfang, wenn wir bei diesem Schamanen bleiben, bei dem Roland Scholz, der hat, es gibt eine Trommelreise, man nennt das schamanische Reise. Die ist aber auch in jeder psychotherapeutischen Form so. Ja, leg dich hin, stell dir vor, du bist auf einer grünen Wiese oder sonstiges. Jeder kennt das, der irgendwann mal was mit Meditationsreisen gemacht hat. Das ist jetzt nicht so ganz unähnlich. Ich probiere das immer sehr, sehr plakativ einfach zu machen, um das aus diesem hochtrabenden, mystischen, Spiritualität, was ist das, dann einfach rauszuziehen und sagen, ja, na, auch die kacken auch alle, die Meister, ja, also das sind auch Menschen. Aber diese Reise, nennen wir es mal eine Reise ins Unbewusste, durch den Schlag einer Trommel, das ist jetzt auch, das kann man auch wieder, ein normaler Trommelschlag innerhalb dieses Rituals, ne? Bam, 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 so ungefähr. Trommeln fast alle Schamanen weltweit gleich. Das ist interessant, ja, die könnten ja auch ding, 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 irgendwas trommeln, ja. Die trommeln das alle gleich und dann habe ich mal nachgelesen, das sind so ungefähr, war so die Literatur, zwischen 180 und 220 Schlägen in der Minute. Und diese Frequenz, genau wie so andere Beats oder sonstiges oder verschiedene Klänge, die fördern eine Gehirnhälftenangleichung. Also es synchronisiert sich alles. Man kommt in eine Art Trance-ähnlichen Zustand. Die Gehirnwellen verändern sich. Einfach durch die Frequenz dieses Trommelschlags. Und da kommt man plötzlich an Bilder ran, war es bei mir, aus der frühesten Kindheit. Ist man plötzlich, ich stelle mir das vor, und plötzlich hat man so Bilder vor sich. Das ist jetzt nichts Abgehobenes, das ist bekannt. Ja? Die Leute denken dann immer, das ist dann so, oh, nee, erinner dich mal, geh doch mal rein. Und da hilft dann so ein Zustand einfach auch, der einfach druckfrei ist, wo Leute Verständnis haben, sagen, ja, wo auch mal geweint werden darf, auch ganz wichtig. Ich kann nicht mehr, ich habe Schiss, heulen unter Männern. Ja? Das ist eine ganz wichtige Sache. Ja, muss jetzt nicht irgendwie so ein... Naja, ne, aber dass man sich das mal erlaubt. Und bei mir kamen dann Bilder auf jeden Fall raus aus meiner frühesten Kindheit. Ich konnte mich plötzlich an Sachen erinnern, die vorher nicht da waren. Und ich habe da Dinge verstanden. So, das war der erste Prozess. Ja, also das ist zum Teil, jetzt in der Praxis ist das so, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ja, ein Junge hat einen älteren Bruder. Der ist jetzt nicht 10 Jahre älter, sondern der ist, keine Ahnung, 4 Jahre älter. So, das heißt, in der gesamten Entwicklung, in vielen Fällen, es ist der erste Sohn, das erste Kind wird erstmal überschüttet mit Liebe. Jeder, der Kinder hat, kennt das. Beim ersten denkt, nee, beim zweiten, wir wissen, dass die nicht sofort sterben. Beim ersten Husten, der läuft dann so ein bisschen mit. Ja, das ist auch alles keine Wertung von Eltern. So, aber der erste bekommt erstmal was und der ist in der Entwicklung einfach besser. Der kann schon laufen, der ist dann schon in der Schule. Oder später, der geht schon weg zu Partys oder da gibt es schon so ein paar Mädchenkontakte. So. Und der Kleine hängt immer hinterher. Ganz normal, kann er ja auch gar nicht. Und da gibt es einen Faktor, wenn das dann eventuell noch durch das System mal gefördert wird. Und wenn es nur eine kleine Bemerkung mal ist vom Großvater oder von der Tante. Ja, dein älterer Bruder, der macht die Sachen ja eh besser als du. Bam! Drin im System und dann ist gesetzt. Und wenn man solche Sätze findet und sagt, stimmt, da hat die Scheiße eigentlich angefangen, dann wird einem das bewusst und dann kann man schauen, wo fühle ich mich denn eigentlich nicht so richtig, obwohl es ja gar nicht
Wieso bin ich in einem Büroumfeld und ich denke immer, die anderen sind besser als ich? Sind sie ja gar nicht. Aber wenn man dann versteht, das resultiert aus einer frühkindlichen Prägung bis hierher, dann hat man schon mal eine Möglichkeit zu sagen, das ist ja eigentlich völliger Blödsinn. Und das ist dann schon der erste Schritt dazu. Und dann gibt es sehr viele Möglichkeiten, wie man das ganz aus dem System rausbringt, über Selbstbeobachtung oder über Rituale oder was auch immer. Da geht es dann, aber es muss einem erstmal bekannt sein, wie gesagt, dass die Traumatisierung unseres Lebens in Ich bin nicht richtig geschehen meiner Meinung nach immer nur durch die Meinungen anderer Menschen, die auf unser System gewirkt haben und wirken. Es ist niemals der eigene Faktor, ich bin nicht richtig. Weil für sich selber, wenn man auch Leute, wie sind denn sie so für sich? Ja? Gibt auch Frauen zum Beispiel. Frauen, großes Thema, Schönheit, Gewicht, sonstiges, was auch immer, Maße. Und da erinnere ich mich mal an eine Dame, die wirklich, sehr, also in einem Setting, sage ich mal, in einem naturheilerischen Setting, schamanisch, ja, wo sehr viele Leute halt anders gekleidet sind, offen, lange Haare, sowas, so, war die echt immer aus dem Ei gepellt. Ja, mit Kostüm, ja, mit High Heels kam die da an, Nägel lackiert, geschminkt perfekt, die Haare waren so, und die wollte dann einen Einzeltermin bei mir haben. Ja, und da kam halt sowas raus. Ja, da kam so eine frühkindliche raus, dass sie halt nie die hübscheste war. War ein klares Bild, aber war eine schöne Frau, fertig, ja, so. Und aber durch das Ganze, ich muss da mehr, ich muss auf mich achten, sonst, das hatte irgendeinen Satz mal ausgelöst bei ihr. Und dann die einfache Frage, wenn Sie jetzt für sich sind, wenn Sie zu Hause sitzen auf dem Sofa mit Jogginghose an, ungeschminkt, sind Sie dann für sich selber in Ordnung? Ja, klar. Das heißt, nur in dem Vergleich mit außen, boff, knallt das Muster ran. Und ich habe die, glaube ich, ein-, zweimal war die bei mir. Ich habe sie danach nicht nochmal gesehen. Keine Ahnung, wie es ihr geht. Aber ich weiß, dass in dem Moment etwas bei ihr Klick gemacht hat. Wie gesagt, wieso, wenn ich für mich, bin doch hier niemandem Rechenschaft schuldig. Ich fühle mich wohl für mich hier in Jogginghose und die Haare irgendwie. Ja, und Chips essen oder was auch immer. Couch Potato, geil. Und sobald ich rausgehe, bin ich nicht so richtig. Und das hat es einmal klack gemacht, was sie dann daraus gemacht hat. Das sind natürlich dann Prozesse. Ja? Da muss man weitermachen und sich schulen und sagen, stimmt, ist das so? Sehe ich mich so? Ja, das muss dann jeder für sich selber entscheiden und welchen Weg auch immer er da geht. Ja. Ja. Ja, die Musik geht direkt ins Herz. Das war Daniels Joik. Ich werde sicher gleich korrigiert werden. John Hendrik Fjällgren und davor Andreas Burani, was tut dir gut? Und du hörst Radio Rheinwelle 92,5, Marius Lebensimpulse. Ich heiße Marius Schäfer und mit mir hier, nicht im Studio, sondern live verbunden aus Österreich, direkt per Skype verbunden, Lars Köhne. Und wir sind nach wie vor mittendrin im Thema. Jetzt haben wir schon viel von dir gehört, einen großen, schönen Eindruck bekommen. Und die Frage, die bei mir aufgekommen ist, was bedeutet denn für dich Spiritualität? Okay. Dauert jetzt 8,5 Stunden die Antwort. Nein, ich probiere es runter zu brechen, weil das ist natürlich, da hat jeder Mensch eine eigene Meinung zu und jede dieser Meinungen ist korrekt und richtig. Ich kann aber nur meine eigene Meinung sagen. Ich höre häufig von Leuten, dass sie sagen, die irgendeine Art von spirituellem Interesse oder auch einen Weg beschreiten, welcher auch immer der ist, der ist von normalen Kirchgängen. Ich gehe am Sonntag in die Kirche, bis hin zur Yoga-Gruppe, wie auch immer, völlig egal, gibt's sehr viele Möglichkeiten. Und die sagen häufig, ja, wie integriere ich denn Spiritualität in mein normales Leben?
Das heißt, Spiritualität wird häufig dann so verstanden, mein normales Leben ist Arbeit, Familie, was auch immer. Und Spiritualität, da gucke ich nochmal. Und ich sage den Leuten immer, das ist absolut in Ordnung, nur ich stelle ihnen dann eine Frage. Was ist die einzige wirklich reale Sicherheit, die sie haben in ihrem Leben? Für den Rest ihres Lebens. Und da kommt man nur zu einem Punkt, dass wir sterben werden. Wann? Keine Ahnung. Das weiß niemand. Ob dieser Zeitpunkt veränderbar ist, der ist schon von den großen Philosophen diskutiert worden damals, das weiß man nicht. Aber das ist die einzige Sicherheit, die wir haben. Alles andere ist variabel und möglich und wir glauben, aber wir wissen es nicht. Und da fängt es dann häufig an, und ich sage, ja, und was passiert dann? Ja, und dann können manche Leute haben irgendeine Art von Vorstellung, was wir es gelesen haben oder so, über Nahtoderfahrungen oder auch aus ihrer spirituellen Richtung, oder sie sind, wobei die wenigsten Menschen wirklich atheistisch sind, meiner Erfahrung nach. Die sagen zwar, ich glaube an nichts, aber wenn man dann 3, 4, 5 Fragen mal stellt, dann kommen die schon dazu, dass es doch irgendetwas gibt, was vielleicht nicht einen langen Bart hat und ein Buch aufschlägt und sagt oben oder unten, sondern dass es irgendeine Art von Bewusstsein gibt, was alles durchdringt, was letztendlich ein göttliches Prinzip ist. Also auch die Hardcore-Atheisten, denen ich mal gesprochen habe, sage ich, was glaubst du? Und die sagen, nee, schon, das ist alles so im Fluss und alles miteinander verbunden. Sage ich, ja, das ist schon hochspirituell. Also Spiritualität, um deine Frage jetzt mal konkret zu versuchen zu beantworten, ist für mich das Leben in einem Bewusstsein, dass es keine Trennung gibt. Schau mal, jetzt hier mit unglaublichen technischen Neuerungen, ja, das wäre vor 30 Jahren undenkbar gewesen, dass man mal eben so eine kleine Fernsehschalte mal eben macht. Das weiß ich noch früher, da wurden dann die großen Satellitenschüsseln dann hoch aufgefahren und da musste die SNG mitgefahren werden mit dem ganzen Team, es musste aufgebaut werden. Ja, und heute ist das, ja, sitze ich auf einer Alm, du sitzt da bei dir zu Hause, wir machen mal klacki-klacki und haben das schon mal. Wie soll ich das sagen? Ich nehme dich hier wahr. Die meisten Menschen nehmen etwas wahr. So, was ist denn das? Ja, dann sage ich, Moment, das ist schon der erste Trugschluss. Also es ist einfach, also Spiritualität ist auch eine Verfeinerung der Wahrnehmung. Das heißt, du bist irgendeine Lichtbrechung auf irgendeiner Maschine, die ich nicht gebaut habe, von der ich nicht den blassesten Hauch einer Ahnung habe, wie diese Dinger funktionieren. Grobste Kenntnis, eventuell, aber mehr auch nicht. Ich nehme dich wahr, aber ich weiß nicht, ob du da sitzt. Das ist aber auch im realen Leben so. Sondern irgendeine Lichtbrechung, irgendeine Photonenstrahlung trifft auf meine Netzhaut. Ja, die wird gedreht, verarbeitet und ich habe ein Bild im Kopf. So. Aber was das Bild auslöst, du könntest eine Animation sein, du könntest eine Videoabspielung sein, ich weiß es alles nicht. Also, dass wir einfach mal aus diesem normalen Muster, das ist Wahrheit, so ist das, rausgehen und sagen, ich bin mal offen für andere Möglichkeiten. Das fängt bei solchen Sachen an. Und das geht halt einfach auch in die Sache, was für mich auch sehr wichtig war, zu verstehen, rein physikalisch, irgendwie, ich war ein saufauler Schüler, ja, ich habe ein sehr schlechtes Abitur gebaut, ja, ich hatte andere Interessen zu dem Zeitpunkt, aber so dieses Bild, was ist das? Das kam erst nach der Schule, ja, und wenn wir mal das, was mir ganz wichtig ist, das erzähle ich auch vielen Leuten in Workshops, das ist ein Atommodell. Ja, das Atommodell, wenn wir das, ne, kennen wir Atomkern und da gibt es die Elektronen und die paaren sich dann zu, ne? Das hat jetzt erstmal vielleicht nichts mit Schamanismus zu tun, aber auf den ersten Blick aber für mich schon. Und zwar, wenn man einen Atomkern, habe ich mal gelesen, das war vor einigen Jahren, ich dachte, krass, ne, aufblasen würde, wir kennen ja das noch, ne, das sind die kleinen Zeichnungen in den Schulbüchern, wenn man den aufblasen würde auf Handballgröße ungefähr, 20 Zentimeter, dann wäre das Elektron, was da drumherum schwirrt, 20 Kilometer entfernt. Das heißt, wir sind rein physikalisch, das, wenn man mal sagt, okay, feste Materie gibt es, sind sie sich auch nicht so ganz einig, ja, gerade in den neuen, die
Die offen denkenderen Physiker sagen, Materie an sich gibt es auch nicht. Aber egal, sagen wir, es gibt Materie, sind wir zu 99,999999989 hinterm Komma Raum. Nichts. Die Masseteilchen, angenommen, zusammengequetscht von dir oder mir, ohne Zwischenraum, da sind wir maximal bei Stecknadelkopf. Das heißt, hier ist ein Feld, nur durch die Schwingung erscheinen wir so. Das heißt, alles ist variabel. Spiritualität bedeutet für mich, es ist nichts gemeißelt, es ist alles variabel. Ich kann dich so ansehen, aber ich kann auch mal probieren, wie fühlst du dich denn, wenn du mich anschaust? Also einfach die Perspektive zu wechseln und einfach auch nachzuforschen, was für Gedanken haben andere schon gehabt. Und dann komme ich zu einem Punkt, dass ich, es gibt ja so einen schönen Aussatz, ich bin irgendwie getrennt von Gott. Das hat mal ein Christ gesagt, ich bin getrennt von Gott. Und habe gesagt, nee, das ist völliger Blödsinn. Rein faktisch nicht, von deinem Bewusstsein vielleicht, weil du es glaubst, aber du bist es nicht. Also Spiritualität ist auch ein, nehmen wir mal den Ursprung der Religion, Religio, ist auch ganz wichtig. Woher kommen wir? Ja, diese ganzen bewussten Fragen, also das ist, nicht nur sage, okay, ich bin jetzt hier ein hart arbeitender 40-Stunden-Wöchler, sondern zu sagen, okay, wie ist denn das jetzt hier, das Miteinander im Büro, wie ist denn das? Und wie kann ich das vielleicht verändern? Und wie vielleicht kann ich ein anderes Bewusstsein hier reinbringen? Und kann ich so die Welt verändern? Das ist extrem wichtig. Und wir sind eben keine machtlosen Wesen. Ja, das ist meine tiefste Überzeugung und Lehre aus all den Jahren, die ich mit Menschen arbeiten durfte, dass wir sehr, sehr machtvolle Wesen sind, wenn wir es nur schaffen, einen Gedanken mal auszuschalten, wie sich dann letztendlich auch die äußere Welt verändern kann. Das ist total krass. Nur ein Beispiel auch dazu, wie Sprache. Ja, ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen. Ja, und im Ruhrgebiet, das heißt, ich bin in einem sehr derben Sprachgebrauch aufgewachsen. Ja, immer, ist das scheiße hier und immer, machst du wieder, du Sackgesicht. Oh. Das war schon fast, man sagt ja im Ruhrgebiet, wenn man einen jemanden begrüßt und man hat kein Schimpfwort davor, dann ist es unfreundlich. Ja, hallo Jürgen, Sackgesicht. Ja, das war so, na, das Beispiel. Ich überziehe das natürlich jetzt hier, ja, medial ein bisschen, aber so ein bisschen war das schon so. So, und, irgendwann mal hat mir das mal jemand erzählt und ich habe das nachgelesen, das scheint wirklich so zu sein, ich war nicht da vor Ort, also sind das auch nur Secondhand-Informationen, aber nehmen wir mal eine Person an, die komplett verdrahtet ist, wie in einer Intensivstation, ja, so mit Blutmessung, allem Herzfrequenz, Schlag, alles, Gehirnfrequenzen, so, und der ist in tiefster Liebe zu seiner Frau, ja, und man setzt jetzt die Frau vor diesen Menschen und sagt, hey, Frau Müller, sagen Sie doch mal zu Ihrem Mann, ich liebe dich. Okay, ich liebe dich. Dann passiert was im Körper. Und zwar reguliert sich die Herzfrequenz. Es wird ruhiger. Der pH-Wert des Blutes und das ganze, das wird dann eher basisch. Alles wird ausgeglichen, geht in Kohärenz. Also das Wort, ich liebe dich, der Frau, die ihn liebt, löst aus. Das geht in Richtung Gesundung. Wenn man jetzt dieser Frau sagt, sagen Sie mal, Ihr Mann, und der Mann kann das auch mitbekommen, sagen Sie mal, ich hasse dich. Und er weiß, das ist eine Lüge. Und sie sagt, ich hasse dich. Der weiß, das ist eine Lüge, passiert genau das Gegenteil. Stress, Adrenalin, sonstiges, alles geht in Richtung Stress, was letztendlich gesundheitsunförderlich ist. So, jetzt, das ist ja noch nachvollziehbar. Jetzt nehmen wir aber eine Person, die dieser verkabelte, abgrundtief verabscheut. Die beiden sich spinnefeind sind seit Jahrzehnten. Ja, so ein Hassfeind. Und man setzt den jetzt dahin und sagt, okay, sagen Sie mal dem Mann jetzt, ich hasse dich. Und der Empfänger weiß, das stimmt, ja, seit 20 Jahren verhält er sich so. Dann passiert genau das Gleiche wie bei der Frau, die ihn ja eigentlich liebt, aber sagt, ich hasse dich. Wenn ich jetzt diesem Mann sage, das kann auch der Empfänger mitbekommen, sagen Sie ihm jetzt mal einfach, ich liebe dich. Müssen Sie gar nicht meinen. Ja, ich liebe dich. Dann sind die Werte dann des Empfängers im positiven Bereich genau die gleichen wie bei seiner liebenden Frau. Es gibt keinen Unterschied. Und dieser Macht sind wir uns überhaupt nicht. Also einfach so die Aussprache an mich selber, ans Universum, ans Leben, boah, ist alles scheiße wieder, kacke, läuft hier immer nur mir.
anstatt zu sagen, ich weiß nicht mehr weiter, aber es wird irgendeine schöne Möglichkeit der Lösung für mich geben. Dann bin ich am gleichen Standpunkt. Da habe ich dann auch nicht die Lösung. Aber ich tue etwas und jetzt gehe ich wieder noch einen Schritt weiter. Da sind wir in der Quantenphysik. Wir sind ja immer noch wir arbeiten ja auf einem ganz komischen Weltbild noch. Ja, ich schmeiße einen Apfel runter, das ist alles gleich, die Naturgesetze sind so. Nein, die Intention des menschlichen Geistes ist unendlich machtvoll. Und das ist auch Teil meiner Arbeit. Ja, das ist auch Teil meiner Arbeit, den Leuten so etwas ist nahe zu bringen, zu sagen, nee, achten Sie auf auch auf die Worte. Das ist ein alter, ich glaube, buddhistischer oder hinduistischer Spruch, achte auf die Gedanken werden die Worte werden deine Taten und die Taten werden dein Leben. Also Achtsamkeit damit auch. Ne? Also ich habe immer wieder mal so eine Stimme in mir, die sagt dann, Marius, was hast du denn da für eine Scheiße gebaut? Und wenn ich mir jetzt sage, Marius, es ist alles gut, dann sagt die Stimme so, nee, das war echt scheiße. Also wie gehe ich dann damit um? Okay, dann würde ich dir sagen, würde ich dir einen anderen Satz mal vor den Screen hauen, dass Marius sich selber sagte, okay, das, was ich damals gemacht habe, habe ich aus einem sehr bestimmten Grund gemacht, den ich auch noch verstehe. Aber es hat nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Also weiß ich, das ist nicht die Möglichkeit, die ich in Zukunft gehen werde. Aber es war wichtig als Erfahrungswert. Mhm. Kommt jetzt da noch eine Stimme? Damit gibt sie sich zufrieden. Kann sagen, ja, das kann ich so verbuchen. Ich meine mal ganz davon ab, wirklich also, genau von diesen Momenten, ja, also da habe ich auch eine große Liste, ja, von diesen Sachen, Mensch, da hast du damals echt Scheiße gemacht. So, aber es ist auch so, das Dilemma, gehe ich nach rechts oder gehe ich nach links, ja, das ist jetzt eine Weggabelung, ich weiß nicht, ob ich nach rechts oder links gehen soll. Da gibt es durchaus alte, sehr weise Menschen, aus der Menschheitsgeschichte, die gesagt haben, ja, dann geh einfach. Weil du willst, das Leben wird dich immer wieder nachher zu dem Punkt führen, wo du hinkommst, egal ob du rechts oder links gehst. Insofern sage ich auch, wir machen keine Fehler, sondern Erfahrungen. Hast du heute noch Tage, wo du zweifelst oder auch mal verzweifelst? Oder? Ja. Oder schaffst du es eben, so wie eben, dann genau diese Antwort zu finden? Sodass ich schaffe es immer besser. Also ich bin tendenziell in keinster Weise mehr ein frustrierter Mensch, so wie früher. Oder auch ein an sich selbst zweifelnder Mensch. Aber die Zweifel gibt es natürlich noch. Die Zweifel gibt es noch und die kommen regelmäßig vor. Wo ich mein gesamtes Tun auch nochmal in Frage stelle, wo ich einzelne Aktionen von mir in Frage stelle, wo ich Gedanken von mir in Frage stelle, was sicherlich ist, dass ich das besser reflektieren kann, zu sagen, okay, warum machst du das jetzt, wieso ist das jetzt so, wie mit diesem Aufstehen, du morgens aufstehen über so 4-5 Tage und sagen, warum hast du eigentlich so eine scheiß Laune morgens, ja, es wird jetzt, das ist noch gar nicht so lange her, das waren so die ersten Frühlingstage, warum hast du denn so eine scheiß Laune hier, es ist doch irgendwie so weit in Ordnung und kam dann aber zum Punkt, sage ich, okay, altes kleines Musterchen, das tickert noch, ne? Das dann schon, ne? Aber Auch das ist, vielleicht gibt es die, ja. Ich bin bei 100% Aussagen immer sehr vorsichtig. Aber gerade in diesem spirituellen oder Lebenshilfebereich, da ist immer so die Vorstellung, dass so der Lehrer oder der Schamane oder der Guru oder wie auch immer, das sind jetzt natürlich plakative Namensgebungen, dass die da 24 Stunden, 7 Tage die Woche irgendwie. Hallo, alles wunderbar. Nee, gar nicht. Also ich kenne viele Leute, die sehr, sehr gut mit Leuten arbeiten, auch aus verschiedensten Bereichen. Und die haben genauso auch zu knacken dran. Das ist an Dingen, die dann passieren auch. Aber sie haben Möglichkeiten, das anders zu reflektieren, das sicher. Aber das ist so ein Trugschluss. Ich muss irgendwann mal ankommen. Irgendwann möchte ich so sein wie der. Oder ich werde das, wo ich
werde ich immer mal wieder gefragt, Sie sind dann, wenn Sie da vor Leuten reden oder so, dann sind Sie da so, als ob Sie da überhaupt keine Ängste haben und so möchte ich auch mal sein und so. Und sage ich, ja, Sie wissen aber nicht, ob ich mir eine halbe Stunde vor dem Vortrag jetzt in die Hosen geschissen habe. Wissen Sie nicht. Wir sehen nur, da geht jetzt jemand hin, setzt sich hin, ich sitze dann immer auf dem Boden und der erzählt dann und fängt an zu quatschen und ja, aus seinem Erfahrungsbereich. Aber Sie wissen das nicht. Das ist halt immer auch, wir sind halt auch so eine schöne Welt des Scheins. Ja, so nach außen hin, alles schön, alles Glamour, alles Photoshop bearbeitet, alles, nee, super, ich bin und so. Und nee. Wenn man da mal hinter die Kulissen schaut, die tollsten, also das weiß ich auch aus meiner Zeit als Fernsehjournalist, ja, und jetzt auch in der Zeit als helfender Mensch, diese, oftmals sind diese richtigen Gewinnertypen, so nach vorne, nach außen, nach sonst, also Männer wie Frauen, in ihrer Seele ganz arme, verletzte Kinder noch, die das nur nicht zeigen wollen und durch ihre Projektion des von Macht, Schönheit, was auch immer, Durchblick, ich weiß alles, das kompensieren. Ist keine Wertung der Menschen, aber das ist natürlich etwas über die Jahre, A, Menschenkenntnis, aber B, auch nochmal eine andere Wahrnehmung, außerhalb der normalen fünf Sinne, wo ich sage, brauchst du doch gar nicht, hör auf. Also ich kann das nicht mehr wirklich ernst nehmen. Du machst Musik und du hast schamanische Dinge gelernt, möchtest dich oder nennst dich aber nicht Schamane. Und warum das so ist, erfahren wir nach der Musik und später hören wir natürlich dann auch einmal ein paar Kostproben von dir. Doch zunächst hören wir Ina Regen und Conchita Wurst mit Hießt es nett. Hießt es nett. Da ist mir richtig, richtig warm geworden bei diesem Lied. Schön. So, das sollte nicht starten. Oh, ist mir warm geworden. Und warum? Weil ich gedacht habe, das ist ein englischer Titel. Hier ist es nett. Daisies aus Österreich. Und gewünscht hat sich das auch der Lars Köhne. Und da passiert viel in mir gerade. Also es ist mir so ein bisschen peinlich und gleichzeitig finde ich das sehr amüsant, dass ich Hießt es nett. Das, okay. Ich schiebe das mal beiseite, denn es geht ja heute um den Lars und das, was er schön macht, den Menschen helfen. Der helfende Mensch und ich habe es eben angesprochen, du machst auch Musik. Ich habe hier auch ein Beispiel, beziehungsweise du hast mir ein paar Beispiele gegeben. Aber vielleicht magst du erst mal erzählen, wie bist du denn dazu gekommen, Musik zu machen und was für Musik machst du denn? Das ist auch wieder so eine Geschichte. Also ich sage, ich habe vorher nie gesungen. Ich habe zwar mal, ich war auch nicht wirklich musikalisch. Also ich habe zwar mal im Posaunenchor in Bochum-Dahlhausen gespielt und habe eine Gitarre mal gehabt, wo ich so ein bisschen rumgeschrammt habe, aber singen war nie meins. Das ist natürlich so in diesen nativen, traditionellen Sachen sind durchaus Lieder, dass man sie singt. Da habe ich auch mal reingerochen, aber das war jetzt auch nichts für mich. So Tribal Songs, na, die dann so in der Schwitzhütte oder am Feuer mal gesungen werden, aber das hat mich jetzt nie wirklich bewegt. Das ist eine sehr verrückte Geschichte. Ja, da. Und zwar, du hast mich ja gefragt, ob ich diese Zweifel, diese Zusammenbrüche auch noch habe. Ich hab's ja bejaht und es gab eine Verkettung von ganz komischen, verrückten Umständen. Das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen. Was sich über 13 Jahre geschickt hingezogen hat. Das hatte damals 1999 angefangen. Bei einer Meditation hatte ich mal ein Bild von einem Symbol im Kopf. Das war so eine Reisemeditation. Ne? Stell dir vor, du bist am Fluss und bist auf dem Boot und schau mal, was so vorbeigleitet. Das kennen viele Leute, die mal so
sowas gemacht haben. Und da in so einer Reise habe ich was gesehen. Und da gab es noch verschiedene andere Sachen. Und 2012 war das, bekam ich bei der Arbeit mit einer Person eine Panikattacke. Panikattacken sind nicht schön. Warum die kam, keine Ahnung, weiß ich nicht. Die Dame ging es psychisch schlecht. Ich habe mit der gearbeitet, habe mir die Lebensgeschichte angeguckt, habe so gefühlt, wie ich halt so gearbeitet habe und bekam eine Panikattacke dann. So. Und habe dann wirklich gebetet. Ich habe gebetet und habe um Hilfe gebeten. Und da gibt es natürlich, ne, mannigfaltig, ich bin ja recht offen, bin ja nicht religiös gebunden an irgendeine an Wesenheiten, habe dann alles Mögliche um Hilfe gerufen, gebetet, wirklich in Panik. Und war, ne, wer das kennt, Panikattacken sind nicht angenehm. Ja, das ist nicht zu stoppen, das ist, man denkt, boah, was wird immer mehr. Und habe dann irgendwann etwas ausgesprochen und habe mein Volk gerufen. Das klingt verrückt, ja, aber so in schamanisch-animistischer Sicht machte das schon Sinn, war aber kein Plan, Resultat eines Plans. Und da zeigte sich dann in unserem inneren Bild, nehmen wir es mal so, eine Wesenheit, die ich erkannte als eine ägyptische Gottheit. Das war mein damaliger Kenntnisstand. Und zwar die Hathoren. Ja, man kennt, ich wusste nichts, die Göttin Hathor gibt es aus dem Ägyptischen, aber ich hatte mich nie für Ägypten interessiert. So, die war plötzlich in einem inneren Bild vor mir. Uff. Und durch dieses Bild habe ich dann gesagt, Moment, was ist denn jetzt hier los? Und es passierte etwas, was diese Energie schlagartig wegnahm, der Angst. Bei mir auch als bei der Frau. Also wirklich, das war für mich magisch. Und ich habe dann gedacht, Moment, was ist dann? Ich habe die Dame dann verabschiedet, weil ich war auch völlig fertig und habe dann geguckt und plötzlich machte das Sinn, dieses Symbol, ein Sonne-Mond-Symbol, also eine Sonne und darunter ein liegender Halbmond, das ich 1999 bekommen hatte und verschiedene andere Hinweise gipfelten nun in diesem Moment der Erkenntnis, wo ich dann mein Handy rausholte und sage, Moment, was ist denn das jetzt hier? Hathor, was hat denn das jetzt mit mir zu tun? Und sah, dass die Göttin Hathor halt dargestellt wird mit einem Kuhgeweih und einer Sonne über dem Kopf. Also dieses Symbol von vor 13 Jahren, was ich nicht einordnen konnte. Und dann, ja, dann waren Gefühle da einfach. Da waren Gefühle da plötzlich, wo sich die sehr, sehr sanft waren. Also ich habe Leute dann in der Folge dessen angeschaut mit einem absoluten, ja, ich weiß gar nicht, also fast schon übernatürlichen Liebe, ja. Ich bin jetzt nicht die ganze Zeit liebevoll, ich sage auch mal, scheiße. Ja, aber in dem Moment war das dann so, wo ich dachte, da hat sich was verändert, da ist eine neue Energie da bei mir. Und irgendwann kamen Töne aus mir raus. Die Töne waren keine Lieder, das waren Frequenzen eher. Ja, die hatten schon eine Art von Singsang, so. Das floss einfach. Also ich habe noch nicht mal selber bewusst gesungen, ich war so halb dabei, aber habe es eher fließen lassen. Und das war der Anfang der Gesänge. Und das entwickelte sich dann über die Jahre in etwas, wo diese Energien schon noch für mich spürbar sind, aber letztendlich ähnlich, wie ich das Beispiel vorhin gesagt habe, ja, wenn man jemandem sagt, ich liebe dich oder ich hasse dich, ich meine, ich singe jetzt nicht irgendwie den Klienten zu, ich liebe dich, das ist aber auch eine schöne, wäre auch eine schöne Sache, mache ich nicht, sondern letztendlich, du hast vorhin dieses Joiken gespielt. Ne? Das Joiken. Das Joiken ist eine Gesangstradition der Sami oben in Lappland, dieser Rentierleute mit diesen Mützen auf, die haben die meisten Leute schon mal gesehen. So, ne? So. Wenn die Joiken, heißt, das ist auch ein intuitiver Gesang. Das heißt, ich singe nicht etwas für dich, sondern das heißt, ich singe jetzt, keine Ahnung, ich singe jetzt für einen Baum. Ja, der ist sehr viel naturgebunden, diese Gesänge. Ich singe nicht meine Liebe zum Baum, sondern ich nehme die Energie des Baumes in mich auf und singe etwas. Also singe quasi den Baum aus mir heraus. Also, da muss man ein bisschen mal überlegen. Ne? Du guckst auch so, wie geht das geht aber. Das heißt, wenn jetzt jemand vor mir sitzt, also ganz, ganz, ganz platte Keller jetzt, der einfachste Nenner ist, eine Person sitzt vor mir mit einer, nennen wir es mal auch ganz einfach neutral, energetischen Störung, wie auch immer die aussieht, ja, Blockade. Dann
ist unter anderem das Bewusstsein bei mir, dass ich dieses Bild dieser Person in einem komplett gesunden Zustand habe. Geht. Dieses habe ich in mir und aus dem heraus kommt eine Frequenz der gesunden Person aus mir heraus zu dieser energetisch in der Disharmonie sich befindlichen Person. Das ist die einfachste Erklärung. Es gibt da noch sehr, sehr viele andere Möglichkeiten, aber letztendlich hat sich das so entwickelt. Und dann kamen natürlich die gesamten schamanischen Gesänge dazu mit der Trommel noch und andere Sachen, und wo ich mich da erstmal eingelesen habe, was machst du denn da eigentlich? Also mir war das nicht klar, was ich da mache. Was ich nur wusste ist, dass wenn ich gesungen habe, dann am Ende einer Sitzung für die Leute ging es denen besser. Und da darf man jetzt ja keine Heilsprognosen machen, aber durchaus in einem Maß, dass ich das weitergemacht habe. Sonst hätte ich es nicht mehr gemacht. Also sonst, das wäre ja dann ein Heilsversprechen. Aber das wäre das, was ich nicht geben werde und will. Aber letztendlich, das heißt, ich singe unter anderem, das ist ein Teil der Arbeit, ich singe ein Lied aus mir heraus, der Person, so wie ich sie fühle, in meinem Herzen, in absolut befreitem, gesundem Zustand. Und das sind Frequenzen, die sehr machtvoll sind, genau wie das einfache Wort "Ich liebe dich" oder "Ich hasse dich" ausgesprochen auf eine Person, und weiß egal, wer das sagt, die Auswirkungen sind immer die gleichen. Und da kann man sich natürlich auf verschiedene Sachen drauf konzentrieren, entweder auf verschiedene Wesenheiten oder dieser Welt oder anderer Welten, wie auch immer. Das war der Anfang der Gesänge und letztendlich ist es das bis heute noch. Und ich glaube, am besten ist, wir hören mal rein, denn du hast ja mir hier ein paar Beispiele mitgebracht. Und wir hören einfach mal rein, wie sich das anhört. Und dir, liebe Zuhörerin, Zuhörer, lade ich ein, wenn es für dich möglich ist, die Augen zu schließen. Also nicht, wenn du Auto fährst, Maschinen bedienst, aber wenn du die Möglichkeit hast, dann, welche Tätigkeit du vielleicht nebenbei noch gerade nachgehst, lass es mal sein, schließe die Augen und lass die Gesänge, den Gesang einfach mal auf dich wirken. Das war ein kurzes abruptes Ende, was so nicht gedacht war. Das war ein Auszug. Names of God. Vielleicht magst du kurz was dazu
erzählen darfst. Zu diesem Lied oder auch mal allgemein zu dem, was du da machst. Also das sind drei CDs, die ich mal aufgenommen habe. Das ist jetzt aus der letzten CD, diese Names of God, also Namen Gottes. Letztendlich ist die Geschichte ähnlich immer. Ich habe ein Gefühl oder ich habe einen Gedankengang, worüber ich mich beschäftige und probiere das dann. Das ist jetzt, alle drei sind auch mit einem professionellen Musiker aufgenommen worden, den brauche ich auch. Ja, ich habe mich jetzt erst so ganz langsam mal rangetastet, mal Sachen selber aufzunehmen hier auf der Alm. Frieda Zimmermann aus Dresden, wunderbarer Profimusiker, ja, der da ein Tonstudio hat, der mir dann auch immer helfend zur Seite stand. Ich habe da ein Gefühl, wie können wir das denn machen? So, das ist mein Ton, der dann, und jetzt hat man ja gehört, da dann auch Bratsche dazu gespielt hat und so. Und dieses Gefühl dann in Töne, in Musik zu verwandeln, das ist letztendlich der Ansatz. Und bei Names of God, was wir da gerade gehört haben, war die Überlegung halt, ich beschäftige mich sehr viel mit, sag ich mal, interkulturell mit dem, was Spiritualität oder Religion ist. Das ist ein ganz essentieller Bestandteil meines Lebens, nicht nur beruflich, sondern auch privat. Warum sind wir eigentlich hier? Was ist das? Was passiert danach? Und kam dann raus, dass es in jeder spirituellen Richtung, in jeder Religion gibt es halt Worte für, ich nenne es immer so, das Höchste, was ist. Das kann man dann Gott nennen oder Allah oder Brahma oder wie auch immer. Also für die höchsten Aspekte des Seins, die untrennbar in allem sind. Also jede Kultur dieser Welt, jeder Stamm hat einen Ausdruck, ein Wort dafür. Manchmal sind es mehrere Worte von Dreieinigkeit oder so. Aber es gibt in jeder Welt umspannend, in jeder gibt es diese Aussprachen von und diese Anbetung auch und diese auch um Hilfe rufen. Und die habe ich einfach mal in loser Google-Recherche dann zusammengesucht und gibt es natürlich auch ein paar Auflistungen. Und dann gab es noch etwas, ein zentraler Punkt bei mir, dass ich in Kontakt gekommen bin mit den 72 Namen Gottes, das ist aus dem Hebräischen, also 72 verschiedene Aspekte des All-Eins, die, wenn sie alle in der Lösung sind, in der Integration sind, dann gibt es keine Trennung mehr zwischen mir und dem Gottbewusstsein. So ungefähr, ganz, ganz einfach ausgedrückt. Das ist mein Verständnis. Dazu muss ich sagen, ich gehöre keiner Gruppierung an, niemandem, keiner Religion, gar nichts. Aber ich schnüffel halt überall mal rein. Und als ich dann diese Namen mal ausgesprochen habe, passierte was bei mir. Also es kam eine tierische Emotion. Boah, krass, was ist das denn jetzt hier? Und habe mich da mal reinfallen lassen. Also mehr gab es dann auch am Anfang nicht. Ich möchte gerne etwas singen. Also das sind dann so ungefähr mal eine Stunde oder 55 Minuten auf so einer CD. Ich möchte einen Klangteppich konstruieren aus mir heraus, aus einem Gefühl heraus und dabei dann die verschiedenen Aspekte Gottes, die bekannt sind, aber auch aus meinem Gefühl heraus tönen. Und das, was wir gehört haben, das ist am Anfang, das ist ein Gefühl, wie wäre es, wenn es keine Trennung mehr geben würde. Wir sind ja häufig in dem, ja, ich kann das noch nicht oder ich bin noch nicht so weit. Und damit verlegen wir das auf irgendwann. Und dann kann man einfach mal so hier den kleinen Klick, den können wir einfach mal ein bisschen verarschen hier oben, unseren Denkapparat und sagen, okay, wie wäre es denn, wenn ich jetzt schon bereits so wäre? Wie wäre es denn, wenn ich das bereits jetzt schon haben würde? Wie würde ich mich dann fühlen? Und das passiert dann auch. Und das war letztendlich der Ansatz von diesen ersten, das sind dann so 12, 13 Minuten, da geht es in was anderes rein. Soweit ich mich erinnere, ist der zweite Teil ist dann aus der tibetischen Bön-Tradition, aus dem tibetischen Schamanismus, der vor dem Buddhismus da war, verschiedene Töne, bis es dann zu den 72 Namen Gottes geht. Also letztendlich, ich versuche, nochmal, ich bin kein professioneller Musiker. Ich habe auch früher nie gesungen. Aber es kommt da was aus mir raus. Und auch das hätte ich sehr schnell wieder sein gelassen, wie gesagt, die gesamte helfende Tätigkeit, wenn ich nicht Feedback bekommen würde von Menschen, die sagen würden, das berührt mich zutiefst.
Ja, also die ersten Gesänge, die aus mir herauskamen nach dem Ereignis, was ich vorhin erzählt hatte, wo da plötzlich ich im inneren Bild eine Wesenheit im Zelt hatte, da war fast also flächendeckend, als die Leute dann diese Frequenzen gehört haben, sagen, das kenne ich irgendwoher. Das kenne ich irgendwoher. Das ist wie zu Hause. Ich kann es aber nicht einordnen. Und das haben alle gesagt. Also ich wusste wohl das Gefühl, aber wie gesagt, da gibt es dann keine faktischen Nachprüfungen. Ne? Das konnte ich nicht im Buch. Es gab später Bücher, die ich dann nachgelesen habe, ja, von jemandem, der das auch machte. Aber zu dem Zeitpunkt war mir das überhaupt nicht bewusst, was das auslösen kann. Das kam erst sehr viel später. Aber ich wusste, es löst etwas aus bei den Menschen. Und bei dem halt ist es ähnlich gewesen. Jetzt führst du ja auch Rituale durch. Und inwiefern integrierst du Rituale, Musik in deine helfende Arbeit mit den Menschen? Was kann ich mir darunter vorstellen? Also erstmal bei Ritualen muss ich auch mal aufräumen. Ich habe also ein Ritual kann ein sehr kraftvolles Ritual, das jeder Mensch machen kann, ist einfach sich morgens hinsetzen, mal kurz innegehen und zu sagen, sehr geehrtes Leben, sehr geehrter Tag, ich habe keine Ahnung, was heute geschieht, ich weiß es nicht, es ist okay, aber ich sage ja zur schönsten Möglichkeit des Tages. Das ist ein sehr kraftvolles Gebet. Es ist ein sehr kraftvolles Ritual. Ob ich dann noch Räucherwerk anmache oder eine Kerze anzünde oder auch ein Teelicht, ist dabei völlig egal. Oder ob ich das beim Rasieren im Bad mache. Das ist völlig egal. Bei Ritualen, gerade in schamanischer Richtung, wobei ich halt auch sagen muss, ja, ich habe eine Weihe, aber ich lehne mittlerweile ab, dass ich nenne mich nicht mehr primär Schamane, nenne ich nicht, möchte ich nicht mehr. Da gibt es verschiedene Gründe für. Weil es auch eine Einschränkung ist, ja, bei Schamane, und jetzt kommen wir auf die Rituale, wie gesagt, ein schamanisches Ritual, da denken alle immer, oh, Feuer, das ist ganz wild, da bist du noch angemalt, und dann nehmen die noch wahrscheinlich irgendwelche Substanzen, habe ich mal gehört, so im Dschungel, da will ich nicht hin. Und das mache ich nicht, das mache ich nicht. Also es gibt, also gestern Abend meine Liebste und ich, nee, gestern Abend war es gleich, vorgestern Abend haben wir auch ein Ritual gemacht. Wir haben uns hier oben mal ein Feuer draußen angemacht und haben dann unsere Trommeln genommen und haben einfach ein bisschen getrommelt und sind mal so in die Einkehr gegangen. Das war ein Ritual. Es gibt die anderen Rituale auch und die haben auch sicherlich ihren Sinn und Nutzen, aber ich arbeite eher im Stillen. Ich bin da eher so der stille nordische Typ. In der Arbeit mit den Menschen geht es, das kann man nie genau sagen, aber wenn ich einen groben Ablauf festlegen würde, wie das meistens abläuft, das ist erstmal ein Erfüllen des Feldes. Also dass ich außerhalb der normalen Wahrnehmung unserer Sinne fühle. Wie das funktioniert, werde ich dann häufig gefragt, das kann ich nicht erklären, aber ich bekomme dann Bilder und Emotionen, die ich nicht erklären kann und habe gelernt, dass ich mich auf diese Bilder und Informationen verlassen kann. So, das ist immer am Anfang. Also ich will auch nie von den Leuten was wissen, wenn die zu mir kommen. Also ich will nicht sagen, ich habe das und das und das und das und das und das. Sondern ich sage erstmal, können Sie mir gleich alles erzählen? Ich fühle erstmal, was Ihr Feld ist, wo es vielleicht blockt. So, und das teile ich Ihnen mit und dann haben wir durchaus manchmal eine Übereinstimmung, dass sie sagen, ja, stimmt. Und dann sage ich, ja, dann erzählen Sie mal, wie geht's Ihnen? Und dann wird lange geredet. Da wird lange geredet über alles Mögliche, über Kindheit, Sonstiges, wie geht's, wie Job, wie ist das, wo. So. Und am Ende gibt es dann ein Ritual. Und das Ritual ist begleitet von Gesängen, von intuitiven Frequenzen. Da bin ich nur zum Teil anwesend bewusst. Also ich sage mal, es gibt drei Ebenen. Es gibt das eine, die Instrumente, mit denen ich arbeite. Das ist entweder eine Trommel oder eine Kristallklangschale. Man kennt ja so Schalen, die gibt es ja auch aus Quarz. Ne, die haben eine ganz, wenn man die reibt, das ist wie beim Weinglas. Ne, wenn man so, dann fängt das an zu so vibrieren, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Da gibt es so die Rassel, eine Zimbel, die so ein Bing macht, so einen hohen Ton oder eine Glocke. Damit arbeite ich, dann gibt es die Frequenzen, darüber gibt es dann meine Bewusstseinsebene. Also drei Ebenen, mit denen ich arbeite. Klingt ja, du guckst jetzt, genau. Ist es für mich dann manchmal auch, sage ich, okay, das ist jetzt schon komisch, drei Sachen parallel zu machen und in diesen drei Sachen wechseln zu können, aber ist so. Und darum geht es letztendlich nur um eine Sache.
Das heißt, ich fühle am Anfang etwas, eine Blockade, wie auch immer, oder ich sage mal ein klassischer Fall, da sitzt ein frustrierter Mann davor und ich sehe, dass die Last des Vaters auf ihm ist. Weil der Vater ihn nie wirklich gelobt hat, nie gesagt hat, Junge, ich bin stolz auf dich. Das sind so ganz wichtige Faktoren im Leben eines Menschen. Bei Frauen ist das übrigens das Gleiche häufig. Da liegen, sitzen die Eltern noch drauf. Und nur mal ein Beispiel. So, und er bestätigt mir das. Und wie ich am Anfang gesagt habe, so manche Sachen schleppen wir echt unser gesamtes Leben mit. Ne? So kleine, ich bin nicht richtig. Ne? Was völliger Schwachsinn ist. Aber es ist in uns gesetzt. So, und mit Hilfe dieses Rituals letztendlich, ich sage, okay, ich habe hier ein Gefühl, der Mann sitzt so, aber der Energie ist eigentlich so, der sitzt total zusammengekrampft, ich traue mich nicht, ich bin ja nicht richtig oder so. Und innerhalb des Rituals löse ich das dann. Ganz kindlich naiv nehme ich diese Energien weg. Also das ist die einfachste Erklärung, die ich geben kann. Das heißt, ich sehe vorher etwas, ich fühle etwas, einen begrenzten Zustand und nehme dann, löse das alles freundlich, ich schneide auch nie was durch, da geht es auch nicht in oh, böse, weiche, mache ich alles nicht, das ist nur Mediator-Sache, aber bis dann in diesem Bild, wo ich sage, okay, der Mensch ist jetzt frei, in meinem inneren Bild, in dem Bild und ja, jetzt wage ich jetzt nicht zu sagen, was das für Auswirkungen haben kann, aber ich mache das. Du kannst es uns vorstellen, ja. Ich mache seit einigen Jahren mache ich das und ich kann davon, es reicht zum Leben, ja, reich wird man davon nicht, aber ich bin immer wieder zutiefst im Herzen erfüllt mit Freude, wahrnehmen zu dürfen, was dann bei Menschen passiert, wenn sie in ein Bewusstsein geführt werden. Ich bin frei von Schuld, ich bin frei von Bestrafung und so wie ich bin, kann ich zwar an mir arbeiten und meinen Themen, aber ich bin nicht schlecht, ich bin kein Verlierer, ich bin nicht keine Ahnung, die Oberwurst oder so, ja, und was dann passiert, erst mal im Geist und dann ja, kann das natürlich auch direkt auf den Körper gehen. Leider, leider nähern wir uns langsam dem Ende der Sendung. Also ich habe viele Fragen, die ich hier noch auf meiner Liste stehen habe. Eine, die ich auf jeden Fall noch loswerden möchte, ist, was hat dich denn nach Österreich geführt? Diese wunderschöne Alm. Die Liebe. Nein, also die, also es, durchaus die Liebe, ja, aber ich war vorher auch schon in Österreich tätig. Die Alm kam, ja, es ist wieder so eine Geschichte. Ich hatte einen dieser Nullpunkte, wo alles zusammengebrochen ist, ja, die tauchen halt auch bei einem Schamanen auf oder bei einem Schamanenstätigen oder beim helfenden Menschen, wie man das mal nennen will. Und bin dann nochmal sehr tief in Einkehr gegangen und habe dann beschlossen, okay, ich ziehe hier in die Obersteiermark, weil es da schon Kontakte gab, die ich hatte und habe gesagt, okay, ich ziehe aber nicht in eine kleine Wohnung, sondern wenn ein kleines Häuschen oder irgendwie eine Hütte. Jetzt will natürlich jeder so eine Hütte, das, ich habe da vorher auch schon geguckt, ja, mal so eine Almhütte, ja, so mit Quelle und so, das ist ja ein Aussteigertraum. Und habe dann wirklich 2 Wochen irgendwie an der Ostsee gesessen und habe gesagt, okay, wenn es sein soll, soll es sein. Ich sage ja zum Schönsten. Ja, und jetzt kommt die verrückte Geschichte. Wie hast du denn die Alm bekommen? Also die so eine der näheren Städte, wo ich gesagt habe, das ist Wörschach hier. Ja, Obersteiermark, sage ich, da im Umfeld irgendwo in der Nähe. Das war mir klar, wollte ich hin. Und ja, dann saß ich irgendwann morgens auf dem Campingklo. Nach dem ersten Kaffee habe ich mich auf dem Campingplatz aufs Klo gesetzt und hatte plötzlich einen Gedanken. Und habe an eine alte Bekannte gedacht aus Graz, die mir vor Jahren mal gesagt hat, wie sie ihre Hütte gefunden hat. Sie hat gesagt, wenn du mal eine Hütte suchst, vergiss diese ganzen Immo-Seiten und frag den Google-Gott. Witzig gemeint. Tipps ein, was du brauchst. Schwing dich ein drauf. Und an die hatte ich seit Jahren nicht mehr gedacht. Hab dran gedacht, tippe ein, Hütte Wörschach Pacht. Bing! Und da war die Anzeige. Und 72 Stunden später ja, stand ich hier unten und habe dann gefragt, ja, wer kriegt sie denn jetzt hier? Weil das war einfach der Traum. Hier kann man arbeiten mit Leuten. Und naja, es ist einfach mit eigener Quelle im Naturschutzgebiet. Was natürlich auch nochmal ein Faktor ist. Man kann auch irgendwo im 16. Stock spirituell arbeiten, aber wenn man plötzlich hier in den Ganzen mit Wasser und das alles ist, da passiert natürlich noch mal was.
Ja, und mit dieser Hütte gab es dann auch direkt einen Kontakt zu einer wunderbaren Frau, die mit mir jetzt zusammen durchs Leben geht. So. Also das ist ein Zufall. Manche sagen, es gibt keine Zufälle, sage ich doch, es ist mir zugefallen. Oder eine andere Auslegung für den Zufall ist das, wenn Gott aktiv wird. Also es war keine Marktrecherche, Analyse, sonstiges so und das auch zum Preis, den ich mir leisten kann. Das ist so, also ich, ja, für eine Single-Wohnung in Köln oder in Frankfurt oder in München oder in Wien oder in Graz würde ich genauso viel zahlen wie für diesen Platz hier. Ne? Also es ist ein sehr natürliches, verbundenes Leben, was ich hier führen darf. Größtenteils im Winter nicht, 3 Monate, Januar bis Februar. Die Schneemassen hat jeder mitbekommen hier, die so waren. Also die Hütte war komplett unter Schneemassen. Da ist es nicht, da sind wir woanders. Sehr beeindruckend und ich denke, das zeigt, welche Dinge wirklich möglich sind, wenn man sie so befolgt, wie du das getan hast. Und ich habe es eben angekündigt, wir kommen leider zum Ende der Sendung. Die Musik läutet es ein. Ich möchte vorher, bevor wir zu den letzten Worten kommen, möchte ich noch was loswerden, nämlich erstmal die nächste Sendung ankündigen. Die findet in 2 Wochen statt, dem 1.7., wie immer von 15 bis 17 Uhr. Und an dem Abend findet auch wieder der nächste Lebensimpulse-Stammtisch statt, auch wie immer um 19 Uhr im Café del Sol in Wiesbaden. Und wenn du dir diese Sendung nochmal in Ruhe anhören möchtest, dann kannst du das tun. Am einfachsten über meine Webseite www.marisschäfer.de. Und wenn du mehr kostenfreie Musik hören möchtest, oder mehr Kostproben, so muss ich sagen, von Lars, dann kannst du das auf seiner Webseite tun, charmancross.de, oder du suchst einfach im Internet nach seinem Namen, Lars Köhne. Und jetzt haben wir die letzte Minute, läuft schon, und die letzten Worte möchte ich gerne dir überlassen, lieber Lars. Ein Fazit. Also für alle, die diese Themen haben von wo soll's hingehen, ich weiß nicht mehr weiter, ich kann auch nicht mehr, denen möchte ich sagen, aus meiner Erfahrung und der Erfahrung von sehr vielen Leuten, mit denen ich in Kontakt stehe, die auch mit Leuten arbeiten, ihr seid nicht alleine. Es geht fast allen so. Das ist keine Minderheit und ihr seid keine Verlierer, wenn ihr sagt, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, sondern es wird sich danach ein neuer Weg für euch ergeben, wenn man den bewusst aufrecht geht und sagt, ja, das ist meine Entscheidung, ich kann nicht mehr. Vielen Dank und schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzlichst gern, hat mir großen Spaß gemacht. Alles Gute und vielen Dank, dass ich da sein durfte. Weitere Informationen über die Angebote und Seminare von Marius Schäfer findest du im Internet unter www.marius-schäfer.de.